Hallo und guten Tag, hier spricht Raimund von Helden vom Vitamin D-Service. Wer ein Konto eröffnet hat, hier mein Vitamin D-Konto, der kann hier auch Laborwerte aus dem Blut eingeben. Stellen wir uns die Situation vor, jemand hat im Mai einen Labortest gehabt und er hat am 11. Mai das Ergebnis bekommen. Der Laborwert war lediglich 25,0 Nanogramm pro Milliliter. Dann kann man das hier speichern und das wird auch hier in der Kurve abgebildet. Wir möchten jetzt den Simulator öffnen über diesen Klick und werden hier sagen, ich habe dann damals ab Mai jede Woche 20.000 Einheiten eingenommen. Diese 20.000 braucht man nicht in jede Woche als separat einzutragen, sondern kann man hier bequem nach unten kopieren. Bei einem Körpergewicht von 75 Kilo wird hier der Vitamin D-Trend berechnet und hier auch grafisch dargestellt. Das heißt, der aktuelle Spiegel hier im November wird ungefähr bei 34 liegen und hier ist auch eine Prognose für die Zukunft. Jetzt entwickeln wir den Fall weiter. Jemand sagt, ich möchte dann hier von diesen schwachen Werten wegkommen. Ich möchte auf einen Wert von 40. Zu diesem Zweck werde ich jetzt in Urlaub fahren. Ich werde 14 Tage unterwegs sein und jede Woche 7 Sonnenbäder machen. Und dieser Effekt zeigt sich hier in der Kurve. Es kommt also ein Anstieg Richtung 60 und dann wieder ein Rückgang. Jetzt stellt sich im Weiteren die Frage, was kann ich tun, damit der dann da oben bleibt? Wir können zum Beispiel die Dosierung nach dem Urlaub verdoppeln, dass wir hier eben 40.000 Einheiten, also zwei Kapseln an 20.000 einnehmen und siehe da, der Spiegel bleibt bei 58. Wir können also mit dem Simulator den Trend der Vergangenheit erkennen, in Abhängigkeit von Körpergewicht, Dosis und Sonnenbädern. Wir können Korrekturen einfügen und wir können auch berechnen, welche Dosis erforderlich sind, um den Spiegel auf dem gewünschten Level zu halten. So, und jetzt kommt die Nachricht vom Chef. Der Urlaub ist gestrichen. Die Firma kann sie nicht entbehren. Die Sonnenbäder fallen aus. Weder jetzt noch in der kommenden Woche lässt sich hier etwas einrichten. Wir müssen die Sonnenbäder löschen und das führt dazu, dass man hier noch auf diesen schlechten Werten rumhängt. Was können wir tun, um das auszugleichen? Wir machen eine Vitamin D-Korrektur. Wir geben 100.000 Einheiten in dieser Woche und 100.000 Einheiten in der nächsten. Und schauen wir mal an, was es für den Vitaminspiegel macht. Wir kommen hier immerhin über die 45 und werden langsam uns Richtung 60 bewegen. Das ist quasi für alle, die nicht ständig in Urlaub fahren können, eine Ersatzlösung. Mit dem Vitamin D-Simulator kann man den ganzen Trend durchspielen und sich den eigenen Spiegel so berechnen, dass er im gewünschten Zielbereich liegt. Danke für die Aufmerksamkeit.